Schön, dass ich euch wieder auf meinen Kanal begrüßen kann. Ja, heute geht es mal wieder um ein Smartphone. Es geht nicht um dieses Smartphone, das habe ich euch ja unlängst erst vorgestellt. Jetzt hatte ich gedacht, ich kann euch das S88 vorstellen. Leider kam aber aus der Kiste nicht das S88, sondern genau dieses, das S86. Ja, wollen wir es mal aus der Kiste holen, S86, jetzt also zunächst erstmal ein kurzes Unboxing und wir werden uns die Hardware etwas näher anschauen. Ja, diesmal eine schwarze Verpackung, wieder schwarz, wie immer oder wie früher. Und jetzt schauen wir uns der Reihe nach an, was ich jetzt hier aus der Verpackung letztendlich habe entnehmen können. Ja, rausgenommen ist es schnell. Jetzt der Reihe nach angeschaut, was dazu gehört. Natürlich als erstes die Bedienungsanleitung. Die ist wie immer mehrsprachig und es gibt auch einen deutschen Teil. Sehr ausführlich wie von Dogi gewohnt. Das kommen natürlich Garantiekarten und ein paar Marketingunterlagen mit. Die sind eher für Deutschland nicht so toll interessant. Was kommt hier selbst nochmal mit? Es kommt noch auch ein Ladekabel und auch das wird keine großen Überraschungen enthalten. Das ist wie immer ein USB Typ C. Ladekabel, dann machen wir es dann doch mal auf. Es gibt ja itzende solche Kabel. Ihr seht ja ganz wichtig, es ist nicht etwa mit einem relativ langen Stecker versehen. Das heißt also, wir werden darauf achten müssen, dass das natürlich auch sicher sitzt, weil wir haben ja auch ein starkes Gehäuse. Der wunderschöne Auswerfer für das Öffnen des Kartenschachtes, des SIM-Kartenschacht, das kommt natürlich diesmal auch mit. Ein kleines Handbändel zum Halten ist natürlich auch dabei. Und jetzt kommt was Wichtiges, es kommt auch ein Steckerlade, ein Schnellladenetzteil mit. Ihr seht hier, ist es ja beschriftet, es liefert also insgesamt wohl, naja, kann man ja leicht ausrechnen, das sind so 24 Watt. Also es ist ein Schnellladegerät mit 24 Watt. Hier oben ist der Eingang für das Ladekabel. Das ist der Stecker, der in die Steckdose gehört. Es kommt natürlich auch eine zusätzliche Folie mit. Ne? Die ist blau eingefärbt, um das Blaulicht ein klein wenig zu filtern oder abzufangen. Das ist auch nicht so toll interessant. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste mit. Es kommt natürlich auch das Smartphone mit. Und das schauen wir uns jetzt mal hier ein bisschen genauer an. Es ist natürlich typisch konstruiert für ein robustes Telefon. Da gibt es nicht so viele Neuigkeiten. Es sind diese robusten Ecken hier zu sehen, die, wenn man sie aufstößt, ja, den Sturz abfangen sollen. Es ist natürlich erstmal eine Beschriftung mit drauf, 6 GB RAM, 128 GB ROM und hier die E-Mail-Daten. Interessant ist dieses Kamera-Interface. Ich traue dem Frieden nicht, ne, liebe Freunde. Das sind die beiden Öffnungen für das Geräuschdämpfungsmikrofon. Es sind 1, 2, 3, 4 Objektive zu sehen. Hier eine LED-Blitzlichtleiste. Ich habe es noch nie erlebt, dass hinter allen den 4 Objektiven tatsächlich auch ein Sensor steckt. Das werden wir dann prüfen, wenn wir uns das Feature Review gehen. Aber zumindest ist es erstmal hier so, als scheinen hier 4 Objektive implementiert zu sein. Natürlich kommt hier auch ein Herstellerlogo mit.
Es kommt hier die Öffnung für den Lautsprecher mit. Es ist ja angekündigt, dass das ein 2 Watt Lautsprecher sein soll, werden wir ja dann merken. Hier unten natürlich auch die Öffnung für das Ladekabel, für den USB-Anschluss. Der ist wie bei vielen solcher robusten Smartphones mit einer Gummidichtung abgedichtet, die jetzt im Moment stabil funktioniert. Natürlich ist hier auch das Mikrofon zu erkennen. Und jetzt die Seiten sind natürlich auch interessant. Das sind Metallflanken, die die Stabilität des Gehäuses zusätzlich verstärken. Plus, Minus, das ist die Lautstärkewippe. Hier haben wir den Ein- und Ausschalter. Und natürlich auch Dogi hat einen seitlichen Fingerabdrucksensor in der Konstruktion. Das ist an und sich total günstig. Wenn das Ding hier hinten sitzt, kann man es leicht auch mit den Objektiven verwechseln. Jetzt hat sich ja schon durch Berühren des Netzschalters zum Setup vorbereitet. Das machen wir aber jetzt nicht. Aber jetzt interessiert mich viel mehr, wie sieht es denn hier drin aus? Ne? Das ist jetzt die interessante Frage. Auf dieser Halo sollte jetzt ja hier gut funktionieren. Das macht er auch. Also jetzt nehmen wir das raus. Und was kommt zum Vorschein? Na, komm raus. Leider ein Schacht, der nicht 3 Dinge aufnehmen kann, sondern er kann leider hier nur 2 Dinge aufnehmen. Das ist also ein Schacht, der entweder 2 Nano-SIMs oder eine Nano-SIM und eine Micro-SD-Karte aufnehmen kann. Jetzt seht ihr, hier ist der mit einer eigenen Gummidichtung versehen. Das heißt also, wir haben hier nicht noch ein zusätzliches Element zum Zustöpseln. Das ist also schon der große Vorteil. Lässt sich gut ein- und ausstecken. Was haben wir denn hier noch? Hier kommt noch ein zusätzlicher Schalter, eine zusätzliche Taste zum Vorschein. Und hier eben auch wieder die Metallflanke. Also, das ist keine große Überraschung, liebe Freunde. Das ist immer wieder das Gleiche. 4 Ecken sind verstärkt. Die Kamera ab sitzt hinten. Die Metallflanken sollen für Stabilität des Gehäuses sorgen. Lautsprecheröffnungen sind unten ab 2 aktiv sind. Das werden wir dann gleich noch erfahren. Also, liebe Freunde, da ist nicht mehr viel Überraschung im Spiel. Zumal auch natürlich, das habt ihr ja am Anfang gesehen, hier der P60, der Helio P60, das ist ja nun nicht das brandaktuelle Modell, eingesetzt ist. Und was jetzt für mich besonders wichtig ist und wo die große Überraschung an und sich liegt, ist die Vorderseite. Was sehen wir denn da? Da sehen wir hier natürlich den Hörer, ein ziemlich breiter Hörer. Hier sehen wir die Frontkamera. Ob es eine Idee haben wird, Message-LED haben wir, das kann ich jetzt noch nicht prognostizieren. Natürlich müssen wir dann irgendwann mal die Folie runternehmen. Das seht ihr schon hier auch wieder auf der aufgezogenen Folie, ist das schon wieder so ein Luftblaseneinschluss. Die könnt ihr so wie sie ist auch gleich runternehmen, weil es ist ja Gorilla Glas beschichtetes Display. Also das ist schon wieder blöd, ne? Also das gefällt mir total nicht, wenn diese vom Werk aufgezogenen Folien schon Luftblaseneinschlüsse haben. Runternehmen, weil die braucht er sowieso nicht. Ja, was können wir hier unten noch sehen? An und sich gar nichts. Hier ist also dann höchstens mal der Schalter zu betätigen. Und jetzt sehen wir das Display. Hier sehen wir jetzt quasi dieses 6,1 Zoll Display. Natürlich muss man es jetzt konfigurieren, das werde ich euch nicht zeigen. So, jetzt habe ich es zumindest so weit konfiguriert, dass wir sehen können, was da implementiert ist. Wir nehmen jetzt einfach mal hier diese Folie ab. Die ist sowieso nur zum Verkauf bestimmt. Und diese Folie, die lasse ich drauf. Ich werde sie aber dann im Feature Review runternehmen. Das stört mich ungemein, diese Blase. Jetzt, ja, was ist zu sehen? Es ist ein stinknormales Stock Android 10.0, ne, da gibt es keine großen Überraschungen zu sehen.
Also es gibt auch bezüglich der Software hier keine große Überraschung. Ein stinknormales Android 10.0 ist drauf, mit dieser Werkzeugkiste ist vorhanden. Jetzt werden wir uns über die technischen Eigenschaften etwas sachkundig machen und ich werde es auch einmal ins Wasser schmeißen. Ich lasse es jetzt auch gleich mal fallen, mal sehen, ob diesen kleinen Sturz schadlos übersteht. So, jetzt drehen wir es mal rum. Ja, also da ist kein Display kaputt gegangen, also alles ist zumindest in dieser kleinen Fallhöhle stabil geblieben, liebe Freunde. Also jetzt zum Wasserbad. Ja klar, jetzt zum Unterwassertest, das ist immer so eine Geschichte. Ich werde euch heute nicht den Lautsprecher demonstrieren, wie gut wasserdicht der sein soll oder ist. Ich werde mich heute mal auf die Unterwasserkamera konzentrieren, weil dieses Smartphone hat nämlich diese. Vorher schauen wir uns aber noch die Stellen an, die bei einem Eintauchen ins Wasser wohl empfindlich sein könnten. Na, in allererster Linie sind es natürlich die Stellen, die sowieso abgedichtet sind. Das ist einmal der USB-Schacht. Der schützt sich aber eben durch diese Gummidichtung. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es das gleiche Problem mit dem 3,5 mm Klinkenstecker. Auch der wird ja geschützt durch dieses Gumminibbel. Das heißt also, da sollte auch eher kein Wasser eindringen. Interessant sind natürlich auch die Öffnungen. Dazu gehören die beiden Geräuschdämpfungsmikrofone, also die Öffnung für diese Geräuschdämpfungsmikrofone. Manchmal besteht auch die Gefahr, dass in diese Applikation Wasser eindringt. Das werden wir dann prüfen. Natürlich haben wir hier unten noch die beiden Kammern, wobei die von sich aus sowieso schon passiv ist. Hier wird das Wasser sicherlich eindringen. Das läuft aber dann auch wieder ab, ohne dass der Lautsprecher Schaden nimmt. Interessant ist auch noch dieses Mikrofon, also diese Öffnung für dieses Mikrofon hier unten. Auch das werden wir prüfen, indem wir dann, nachdem wir es aus dem Wasser geholt haben, einfach mal eine Aufnahme über das Mikrofon starten. Die seitlichen Tasten sind eher unempfindlich. Augenmerk sollte man auch auf diesen Hörer legen. Gibt es manche Smartphones, die also hier oben auch nicht unbedingt dicht sind. Weitere kritische Öffnungen kann ich jetzt nicht sehen. Das heißt also, das sind zunächst erstmal die Dinge, die wir unter die Lupe nehmen. Im Gegensatz zu den anderen Unterwassertests mache ich das heute nicht mit dem Lautsprecher, sondern ich lenke euch auf diese Möglichkeit des sogenannten Unterwasserkameramodus. Das ist wirklich total interessant und nützlich für diejenigen, die es natürlich gebrauchen können. Was bedeutet das? Ich glaube, ich könnte das ja wohl hier auch ziemlich gut ablesen, was da passiert. Es wird im Wesentlichen der Display-Touch abgeschaltet und die Kamera wird gesteuert über die beiden Lautstärke-Regler-Tasten, die dann verschiedene Funktionen übernehmen. Ich zeige es euch vielleicht jetzt gleich einmal. Ich teste das, ich zeige es also nochmal im Trocknen. Ich sage ja, den will ich jetzt und das seht ihr, jetzt ist der Touch völlig unempfindlich. Jetzt kann also hier Wasser drauf tropfen, ohne dass etwas passiert. Wenn ihr jetzt unter Wasser ein Foto machen wollt, dann drückt ihr einfach hier oben auf die Lautstärke-Taste lauter oder ihr drückt auf die Lautstärke-Taste leiser, dann startet ihr nämlich bei einem wiederholten Drücken dann auch eine Videoaufnahme. Umschalten zwischen den Kameras könnt ihr, indem ihr die Lautstärke-Taste hier oben länger berührt und dann kurz mal die Lautstärke leiser und dann könnt ihr zwischen Front- und Rückkamera hin und her schalten. Also jetzt ins Wasser damit. Jetzt ist also dieser Modus aktiv. Interessant ist, wenn wir jetzt mal die Frontkamera uns anschauen, denn die nimmt ja dann den Wasserhahn auf, wenn ich das jetzt ins Wasser lege. Also ich habe jetzt die Frontkamera eingeschaltet und gehe jetzt einfach auf die Videotaste und löse jetzt das Video aus. Also jetzt geht das hier in das Wasserbad. Und schon lassen wir das Wasser drauf laufen. Wir bewegen das jetzt klein wenig drin.
Jetzt hören wir damit mal auf und jetzt mal schauen, ob er mich durch das Wasser erkennt. Ja, hallo, jetzt bin ich zwar außerhalb des Wassers, jetzt gehe ich wieder in das Wasser rein. Also ihr seht, das wirkt wirklich wunderschön, das funktioniert tadellos. Das ist aber jetzt erstmal zur Demo des Mods gewesen. Und jetzt lassen wir es nochmal ein klein wenig mit der Rückseite eingelegt im Wasser plätschern und dann schauen wir uns mal die entsprechenden Öffnungen an. Ja? So und jetzt holen wir es mal raus und schauen uns die Öffnung etwas genauer an. Nicht, dass ihr denkt, ich betrüge euch jetzt, aber ich trockne das mal vorsichtig doch etwas ab. Ja, ihr seht ja hier, ist es jetzt doch deutlich nass. Ja. Aber wenn ich jetzt mir die Öffnung anschaue, dann trockne ich das vorher schon ein klein wenig ab. Das hat den folgenden Grund, dass ich natürlich nicht unnötig das anhaftende Wasser in die Öffnung hereinschleppe, einfach dadurch, dass ich jetzt die Öffnung öffne und dann ein falsches Ergebnis euch präsentiere. Kritisch waren ja die Öffnungen, also da sollte jetzt hier kein Wasser eingedrungen sein. Das können wir ja gleich mal prüfen. Ja, da ist alles trocken. Das wäre auch eine Überraschung gewesen, wenn da Wasser drin wäre. Das gleiche gilt für die Öffnung hier unten. Auch die ist sicher gegen das eindringende Wasser geschützt. Da ist also auch kein Wasser eingedrungen. Ja, interessant ist natürlich, das hatte ich euch ja vorhin gar nicht so recht gezeigt, wäre natürlich der Schacht. Da, wo die Sims eingelegt sind, der sollte also auch jetzt nirgendwo Spuren eines anhaftenden Wassers haben. Das ist tatsächlich auch nicht der Fall. Also auch das ist trocken geblieben. Geht ja alles noch wunderschön. Ja. Auch die Kamera ist jetzt hier nicht etwa links und rechts oder innen mit Wasserhöfen belegt. Also auch die Kamera ist dicht geblieben. Jetzt wollen wir uns mal über das Ergebnis des Mikrofons erkundigen. Das machen wir jetzt gleich mal hierher und gehen jetzt in den Soundrekorder und versuchen jetzt mal die Mikrofone unter die Lupe. Ich teste jetzt das Mikrofon nach einem Wasserbad. Ich spreche jetzt in Richtung des unteren Mikrofons. Und jetzt spreche ich in die Richtung der Geräuschdämpfungsmikrofone. So, das halten wir jetzt an und spielen das einfach mal ab. Und dann werden wir gleich merken, ob der Lautsprecher auch tatsächlich funktionsbereit geblieben ist. Das müsste jetzt also diese Aufnahme sein. So, das war ja deutlich zu hören, dass irgendwo eine Beeinträchtigung entstanden ist. Bin mir jetzt nicht sicher, ob durch das eindringende Wasser in diesen Lautsprecher die Beeinträchtigung entstanden ist oder durch das eindringende Wasser in das Mikrofon. Ich blase jetzt in beide Öffnungen ein. Ihr seht, ich habe jetzt hier das Wasser immer noch ausblasen können. Das wiederhole ich jetzt, ja. Und jetzt hören wir es mal an. Da werden wir jetzt gleich wissen, war es das Mikrofon oder war es die Lautsprecherfüllung mit Wasser. Also offensichtlich ist es nicht das eingedrungene Wasser in der Lautsprecheröffnung. Und jetzt blase ich die Mikrofonöffnungen aus, um zu prüfen, ob das Wasser, welches also ja unweigerlich hier eindringen kann, uns die Dämpfung verursacht.
Und das wiederhole ich jetzt also. Ich blase jetzt mal hier unten in die Kammer. Da das hier ein ziemlich robustes Telefon ist, kann ich dann auch locker mal richtig aufsetzen, um das eingedrungene Wasser nach unten aus der Öffnung herauszuzwängen. So, schauen wir mal, ob jetzt hier ein wenig Wasser zu sehen ist. Ja, hier ist tatsächlich etwas zu sehen. Ja, setzen wir das ruhig nochmal auf. So, und jetzt hören wir uns das einfach nochmal an. Ich nehme jetzt ein weiteres Mal eine Mikrofonaufnahme auf, indem ich das Wasser herausgeklopft habe. Ich glaube, jetzt sollte das Problem beseitigt sein. Vergleichen wir das mal mit einer vorherigen Aufnahme. Ich teste jetzt das Mikrofon an der Unterseite des Smartphones. Ich nehme jetzt ein weiteres Mal eine Mikrofonaufnahme auf, indem ich das Wasser herausgeklopft habe. Ich glaube, jetzt sollte das Problem beseitigt sein. Na, ganz ist es noch nicht beseitigt. Warten wir noch einen Moment. So, jetzt habe ich ein klein wenig gewartet, bis das Wasser vermutlich ganz verdunstet ist. Wir hören uns nochmal eine Aufnahme an, die ich gemacht habe, bevor ich ins Wasser schmiss, das Ding. Ich teste jetzt das Mikrofon an der Unterseite des Smartphones. Ich drehe jetzt das Smartphone. So, und jetzt nehmen wir also wieder auf. Ich bin natürlich jetzt hier im hallischen Raum. Ich teste jetzt das Mikrofon auf der Unterseite des Smartphones und ich spreche jetzt in Richtung Geräuschdämpfungsmikrofon und nochmal in Richtung Unterseite. Und jetzt hören wir uns das hier noch einmal an. Ich bin natürlich jetzt hier im hallischen Raum. Ich teste jetzt das Mikrofon auf der Unterseite des Smartphones. Und ich spreche jetzt in Richtung Geräuschdämpfungsmikrofon und nochmal in Richtung Unterseite. Also im Vergleich zu einer Aufnahme vorher. Ich teste jetzt das Mikrofon an der Unterseite. Kann ich nur feststellen, dass es hier hallischer klingt. Das ist aber raumbedingt. Also das Unterwasserbad nimmt keinen dauerhaften Schaden, beziehungsweise das Mikrofon oder die Mikrofone nehmen keinen dauerhaften Schaden nach einem Wasserbad an. Das ist einfach der Nachweis, den ich erbringen wollte. Alles andere habt ihr ja gesehen. Schön, dass ihr wieder bis zum Ende dran geblieben seid. Es war mir es wert, euch zu zeigen, wie die Unterwasserfähigkeit dieses Smartphones wohl aussieht. Es hat ja diesen speziellen Unterwassermodus. Das bedeutet, ihr könnt schon mal mit diesem Smartphone unter Wasser ein paar Aufnahmen versuchen. Nicht allzu tief, 1,5 Meter tief, das könnt ihr dann allemal tun. Es hat sich gezeigt, dass im Gegensatz zu vielen dieser Smartphones, die ich einem Unterwassertest unterziehe, dieses ein klein wenig anfällig bei den Öffnungen der Mikrofone war. Das habt ihr ja gesehen. Das ist nichts Schlimmes, das ist normal. Sofern nach Beendigung des Wasserbads dieses Wasser wieder aus diesen Öffnungen verschwindet, ist alles im Lot. Die Mikrofone nehmen keinen Schaden, auch der Lautsprecher nimmt dabei keinen Schaden. Wem es gefallen hat, der kann dann schon mal den Daumen nach oben zeigen lassen. Diejenigen, die meinen, es war nicht so toll interessant, einfach ab in die Kommentare schreibt, was ich das nächste Mal besser machen kann. Und wer sowas in Zukunft nicht verpassen will, der kann auch mal
meinen Kanal abonnieren mit dieser Glocke, dann kriegt ihr ein Klingelzeichen, wenn mal wieder etwas Interessantes von mir im Netz ist, liebe Freunde. Beachtet, dass ich in die Videobeschreibung auch einen Kauflink gesteckt habe. Das macht einfach deshalb Sinn, weil ich bin ein Amateur. Ich kann mir solche Dinge nicht finanzieren lassen. Ich kriege die also nicht ohne besonderen Grund einfach zu uns Haus geschickt. Das heißt also, wer über diesen Kauflink sich das Ding besorgt, unterstützt meinen Kanal und schafft damit die Voraussetzung, dass ich von Zeit zu Zeit mal wieder sowas Interessantes euch bieten kann. Ich bedanke mich ganz toll herzlich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.